Parfüm benutzen, wo Alkohol drin ist. Darf man Alkohol? Darf man Parfüm benutzen, wo Alkohol drin ist? Jumhur ulama verbieten das, die meisten Gelehrten verbieten das. Dieses, weil sie den Alkohol als stoffmäßig unrein sehen, als Najis. Und ein Teil der Gelehrten sagt, nein, hier ist nicht der Stoff gemeint, der unrein ist, sondern das ist im übertragenden Sinne gemeint. Weil derjenige, der Alkohol trinkt, der wird verleitet zu allen abscheulichen Sünden, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Nein, aber die von Hassan ist, er sagte, Al-Khamru Ummul Khaba'ith. Der Khamr ist die Mutter von jedem Übel. So, das heißt, die Najasa, über die wir hier reden, die Unreinheit, ist im übertragenden Sinne. Und der Alkohol, den man aufträgt, wird versprüht. Na? Und nach der richtigen Ansicht, Wallahu ta'ala alu alam, ist es erlaubt, aber wenn man das vermeiden kann, ist das besser. Wenn man das vermeiden kann, ist das besser wegen der Meinungsverschiedenheit. Und ihr kennt die Überlieferung von Anas ibn Malik radiallahu anhu bei Al-Bukhari, als das Alkoholverbot gewesen ist, haben sie den Alkohol wo gegossen? Auf die Straßen. Und überlegt mal, wenn das was Unreines wäre und die Leute treten alle da rein, das wäre natürlich problematisch. Wallahu ta'ala ala wa ala.